Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Lachs-Spinat-Lasagne vorstellen und die machen wir mal wieder im Opti-Grill. Die Backschale ist dafür ganz hervorragend geeignet, die Kombi Lachs und Spinat ist sowieso schon super, mit Nudeln traumhaft. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles liegt bereit, was wir für die Lachs-Spinat-Lasagne brauchen. Natürlich Spinat. Ich habe diesmal Tiefkühlspinat genommen. Gut abtropfen lassen, geht gut. Wir brauchen noch Lachs, Zwiebel, ein paar Cocktailtomaten, drei Knoblauchzehen habe ich hier genommen und Olivenöl. Für die Soße brauchen wir Sahne und Brühe und das werden wir binden mit Mehl und Butter. Außerdem brauchen wir Plattennudeln, hier die vorgekochten 9 Stück, die passen immer genau in den Opti-Grill, Gouda, Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskat und dann kann es auch schon losgehen. Ja, den Lachs schneide ich einfach nur hier in lange Streifen und dann in Würfel und dann mache ich mundgerechte Stücke, also nicht so klein, den möchte ich hinterher schon noch in der Struktur haben und auch sehen. Und wenn ich den Lachs in Würfel geschnitten habe, dann gebe ich ihn in eine Schale und mische in der Schale den Lachs mit der Hälfte des Pfeffers und mit ein bisschen Salz. Und außerdem gebe ich jetzt hier zum Lachs noch ein bisschen Olivenöl. Wir wollen den Lachs jetzt so ein bisschen marinieren. Und wenn wir einmal umgerührt haben hier ordentlich, dann stellen wir einfach die Schüssel weg und machen weiter. Zwiebel ganz einfach pellen. Halbieren und dann Würfel schneiden und die müssen auch gar nicht so klein sein. Auch die möchte ich in der Struktur hinterher noch sehen, die möchte ich noch schmecken. Also ihr seht hier nicht wirklich kleine Würfel. Wenn wir mit der Zwiebel durch sind, bearbeiten wir die Knoblauchzehen hier einmal pellen und hacken. Ich habe sie jetzt gehackt. Ihr könnt aber, wenn ihr nicht hacken mögt, auch eine Knoblauchpresse nehmen, zwischendurch dann hinterher einfach reinpressen. Ja, sind wir fast fertig mit den Vorbereitungen. Es geht ja schnell. Jetzt haben wir noch die Tomaten hier und die kleinen Cocktailtomaten. Die halbiere ich nur, mehr mache ich damit nicht. Ja, das war es auch schon. Wir machen jetzt nur noch eine kleine Mischung Sahne und Brühe. Dann haben wir die gleich zusammen, diese Mischung, stellen die beiseite. Und jetzt heize ich meinen Opti-Grill vor, hier mit der Backschale volle Pulle rot. Und wenn er sich meldet, geht's weiter. Und dann gebe ich in die Backschale hier mein Olivenöl. Und das verteile ich nochmal so ein bisschen in der Backschale hier. Und jetzt brate ich als erstes meinen Lachs an. Jetzt so ein bisschen mariniert ist und das reicht auch völlig. Ihr könnt noch einen Spritzer Zitronensaft in die Marinade geben, wenn ihr mögt. Das geht jedenfalls jetzt schnell hier. 2x5 Minuten höchstens. Ne? Einmal vielleicht umrühren, nochmal Deckel schließen, aber nicht zu lange, denn der Lachs soll ja nun nicht völlig ausderzeln. Der zieht ja auch dann hinterher nochmal in der Lasagne später. Also maximal 2x5. Ne, wenn ihr jetzt reinguckt, dann seht ihr auch, der wird langsam grau, also nicht, dass er völlig tot ist. Und jetzt raus damit. Also Lachs ausfüllen, nehmt eine große Schüssel, denn da kommt nachher auch noch der Spinat hinzu. Beiseite stellen. Jetzt schmelze ich in diesem wundervollen Geschmack, den machen wir natürlich nicht sauber, die Schale, meine Butter mit dem Olivenöl. Und wenn die Butter geschmolzen ist, das Ganze hier richtig heiß ist, dann gebe ich meine Zwiebel dazu. Und die Zwiebel soll jetzt schon weich sein, die soll fast glasig werden. Das dauert so 5 bis 10 Minuten wahrscheinlich eher. Wenn ihr soweit seid, dann kommt die Knoblauchzehe dazu und die wird nur so lange mit gebraten, bis sie anfängt zu duften. Also nicht länger, sonst wird Knoblauch bitter. Dann als nächsten Schritt das Mehl dazu und jetzt so lange verrühren, bis das Mehl vollständig verschwunden ist und hier die Öl-Butter-Mischung gebunden hat. Und jetzt gebe ich Schluck für Schluck immer die Sahne-Brühe-Mischung dazu. Immer aufkochen lassen, bis die Masse wieder andickt und wieder ein Schluck und wieder ein Schluck. Ja, wenn wir dann soweit sind, dann kommt zum Schluss das Muskat dazu und Pfeffer. Wir hatten ja noch Pfeffer über. Salz habe ich jetzt nicht mehr dazu gegeben. Hier probieren, das ist der richtige Zeitpunkt, die Soße zu probieren. Mir war die salzig genug, also ich habe kein Salz mehr reingetan. Müsst ihr aber probieren, meine Brühe reichte mir. Ja, wenn ich alles gut durchgemischt habe einmal, dann kommt der Spinat. Jetzt können wir den Opti-Grill schon ausmachen. Denn der Spinat muss ja nicht durchkochen oder dergleichen. Der muss jetzt nur gut gemischt werden. Wir wollen das jetzt alles gut mischen. Und wenn wir das gemacht haben, dann füllen wir wieder aus. Und jetzt kommt unser Spinat, die Mischung zu dem Lachs. Dann können wir das auch gleich gut vermischen. Später zum Wiedereinfüllen, wegstellen. Wir lassen nur einen kleinen Rest unten, damit nichts anbappt. Und jetzt schichten wir immer 3 Nudeln eine Schicht. Das geht ja super im Opti-Grill. In der Backschale ist genau die richtige Größe. Und jetzt verteilen wir
unsere Zutaten immer auf der jeweiligen Schicht. Einmal hier unsere Spinat-Lachs-Mischung. Schön verteilen, dass die Nudeln komplett bedeckt sind. Erste Schicht hier, dann kommt ein Drittel unserer Tomaten. Die Tomaten sind wichtig, einmal für den Geschmack. Die geben so ein bisschen Säure, aber vor allen Dingen auch Flüssigkeit für die Nudeln. Sonst hätten wir zu wenig Flüssigkeit. Das passt gut. Und jetzt nochmal ein Drittel von dem Käse über die Schicht. Und jetzt habt ihr eine Ahnung, wie es weitergeht. Jetzt kommt die nächste Schicht Nudeln quer zur anderen. Das passt ja auch so wundervoll. Ja, und dann habt ihr, glaube ich, eine Ahnung, wie es weitergeht. Das kann ich jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Ne? Und genau nach dem Muster füllen wir jetzt alles ein, bis wir am Ende unsere dritte Schicht haben. Die dritte Schicht Nudeln nochmal quer zur anderen. Alles wieder auf die Nudeln. Und wenn wir als letztes unseren Käse auch verteilt haben, dann können wir unseren Opti-Grill auch schließen. Und ich lege jetzt immer zwei Stäbchen dazwischen, damit so ein bisschen Luft bleibt oben. Und stelle jetzt meinen Opti-Grill auf Orange. Also nicht volle Pulle, sondern Orange. Und das hat bei mir so um die 15, eher 20 Minuten gedauert. Müsst ihr gucken. Das sieht schon lecker aus, oder? Jetzt teste ich immer mit einem Holzstäbchen. Wenn ihr sowas habt, den Schaschlik-Spieß oder vielleicht auch ein Essstäbchen. Und dann könnt ihr gucken, ob die Nudeln weich sind. Wir haben ja keinen Teig hier, sondern muss ja nichts kleben oder nicht mehr kleben. Geht nur darum, sind die Nudeln weich und das merkt ihr dann. Ja, und das waren sie hier. Fertig. Ja, dann können wir den Opti-Grill auch ausmachen und dann können wir auch gucken, ob es geklappt hat. Ja, ich habe hier mal so ein Riesenstück aufgefüllt. Ja, mit der Tomate hier. Ihr seht, das ist so eher 6 Portionen als 4. Und wenn ihr den Lachs jetzt, die Lasagne jetzt anschneidet, dann seht ihr, die hat auch richtig Struktur noch. Die ist nicht so pampig, so wie man die häufig in Restaurants sieht mit so einer weißen Mansche, sondern ihr seht die Tomaten noch, ihr seht den Spinat und die Nudeln. Und die Nudeln sind auch durch und der Geschmack ist wirklich toll. Spinat, Lachs und auch die Tomaten haben sich wundervoll verbunden. Salzig genug, genug Pfeffer, mehr würde ich nicht reintun. Diese leichte Säure der Tomaten, wundervoll. Also meine Lachs-Spinat-Lasagne im Opti-Grill hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.